refuses to pay the piper. A cheat, I like, but a stupid cheat? Let's make sure he gets what he deserves. Make it rotten. Make a mess. Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play American McKee's Grimm. Ja, wir spielen jetzt den zweiten Part von Episode 15. Mit zweiten Part meine ich, dass das jetzt die nächsten drei Level sind, weil die ersten drei Level hatten wir schon in der ersten Episode, in der ersten Folge. Und nein, das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Ja, wir spielen jetzt in diesem Video Level 4, 5 und 6. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was so Schönes hier uns erwartet. Und ja, einfach mal gucken. Und die machen schon wieder fleißig sauber hier. So, Rotten müssten wir hier erreichen und das haben wir auch. Und jetzt geht's abwärts für uns. Oh je, das sieht nicht gut aus. Ja, super. Make it repulsive. Ich mag solche Dingens nicht. Ja, aber anscheinend bleibt für uns keine andere Wahl. Okay, aua. Gut, dann warten wir einfach ein bisschen. So. Wow. Ach du meine Güte. Okay, hier sehen wir wenigstens die Kreise auf dem Boden. Das ist sehr gut. So. Hier gehen wir mal schön für die Wände. Nach hier hinten. Oh je. Okay, und wir rennen einfach durch. So, ein weiter. Wieder ein weiter. Immer schön hin und her. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn, ne? Gut, dann hüpfen wir hier hin und dann hier hin. Und haben es geschafft. Jetzt können wir endlich wieder an die Oberfläche. So. Ja, das war halt Gott sei Dank nicht so schwer wie wie in Episode 14 mit Iron Man. Nun gut. Hier haben wir ein Geheimnis gefunden. Und jetzt müssen wir irgendwie dahin und müssen das dann... So, haben wir geschafft. Oh je. Kick. Und wir fliegen wieder ins nächste Level? Anscheinend, ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt mit dem nächsten Level. The villagers celebrate life without rats. It seems they've forgotten the piper. What's this? He's not forgotten them. Ooh, this should be fun. Make it disgusting. Too tidy. Ich ahne Schlimmes. Ja, noch sind es süße Ballons. Aber jetzt platzen sie leider. Und es folgen Ratten. Ja, schade.
volle Ballons gewesen. Aber wir sind schließlich der böse Grimm. Wir verunstalten einfach alles und jeden. Und ja, da haben wir natürlich keine andere Wahl, als anders mit, also mitzumachen hier. Und wir müssen mal rüber. So, ich werde... Nasty, okay. Ich werde jetzt einfach hier so ganz grob mal schnell rüber huschen. Bis... Genau. Bis wir halt die alle, also alle Ballons kaputt haben und die Menschen verwandeln können. Das finde ich nämlich immer noch ganz am, also am lustigsten von allen. Hier haben wir ein Geheimnis. Oh, ist das schnell, ey. So, wir hätten das Ziel schon erreicht jetzt. Ja, ich weiß nicht. Ich mach mal einfach. Revenge is my favorite. Come now. Let's join in the dance. Okay. Und weiter geht's. So, da muss ich jetzt nur mal gucken, wo wir... Okay. Tja, jeder, der Englisch kann, weiß, was das heißt. Ich werde es jetzt nicht übersetzen. Ja. Gut. Die Häuser werden wir jetzt alle mitnehmen. Also schön außenrum. So, sehr schön. Dann können wir jetzt auf zur nächsten Insel. Müssen wir halt schnell sein. So. Ziel ist erreicht. Jetzt müssen wir alle Menschen, ja, verwandeln in Milchtüten, so wie es ausschaut. Oh, ist das geil. Gut, okay, wir brauchen noch 9. Okay, weniger. Lasst mich mal hier durch. So, da hinten haben wir noch 2. Schön. Da rennt eine weg. So, jetzt muss ich mal suchen. 3 Stück fehlen noch. Da haben wir... Ah, da sind alle 3. Gut. Ja, sorry. Kreischen bringt da nichts. Rancid, da sollten wir doch schon fast sein, oder? Ach, das haben wir schon. Okay, cool. Das ist doch sehr schön. So, jetzt haben wir hier die ganzen Milchtüten versammelt. Fein, dann können wir direkt weitermachen. Ja, das war auch schon Level 5. Jetzt machen wir direkt Level 6 weiter. Piper holds children captive at his mountain hideaway. Oh, sweet revenge. The children are now the Pipers. But captivity is hardly punishment enough for these fools. Let's take it too far. Make it. Disgusting. Okay. Let's tone down those colors. Auf geht's. Kommen wir hier rauf? Ne, okay. Nasty.
Oh je. Stop it. Oh, da sind wir schon fertig mit unserem Ziel. Bloß nicht ins Wasser fallen hier. Gut, ich werde jetzt noch hier schnell die Ecke machen. Hoppala. So, anscheinend müssen wir da rauf. Boah, Igitt, Alter. Bäh. So. Schnell, bevor die da unten schon wieder so viel sauber machen. Boah, sieht das geil aus. Oh, lol. Du meine Güte. Ja, sehr schön. Nein, nicht weit. Nein! Boah! Lecko funny, ey. Puh, Schwein gehabt hier. Schwein gehabt hier. Ab in die Augen. Pfui. Gut, dann gehen wir eben außen rum. Auch kein Problem, das kann ich auch. So, schnell noch hier. Oder geht es einmal rum? Anscheinend geht es einmal rum. Gut. Ja, die große Maus hier, die müssen wir machen. Aber ich möchte eben einmal hier... Ja, Kollege, Mann. Keine Geduld, der Herr. Oh je. Aha, und da geht es für uns auch schon runter, habe ich gesehen. Da müssen wir runterklettern. Gut. Dann haben wir die ganze Hüpferei schon mal fertig. Einmal hier rum. Ach, da geht's rauf. Haben wir da irgendwas oder? Schade, ich hätte gedacht, wir hätten hier vielleicht ein Geheimnis gefunden. Aber nö. Jetzt hüpfen alle drei? Okay, keins. Auch nicht schlecht. Das nenne ich doch mal ein heißes Bad. Make it vile. Vile. Okay, viel fehlt uns da ja jetzt nicht mehr. Bis zu dem Ziel. Ich glaube, wir müssen dann da hinten runter, wo ich gedacht habe, da wäre ein Geheimnis. Ansonsten weiß ich es jetzt gerade gar nicht. Ich guck mal. Ja. Hier auf dem Wal wahrscheinlich, ne? Ja, das sieht sehr gut aus. So, und dann hüpfen wir hier rüber. Das läuft ja wie geschmiert hier. Gut, okay. Ein bisschen noch bisweil. Das müsste eigentlich reichen. Gut. Ja, super. Dann haben wir das auch. Geile Flöte. Ja, folgt ihm in die Lava. Ab in den hellen Schlund. Und die gehen alle da rein. Genau. Ist klar.
Geiler Reim. Ja, cool. War nicht schlecht. Hat mir gefallen. Endlich mal wieder ein Level, was Spaß gemacht hat und nicht so eine Katastrophe war. Ja, das war Kapitel 15, The Piper oder Pied Piper, ich weiß es nicht genau. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt hier von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Episode bei Let's Play American Mackie's Grimm. Danke fürs Zuschauen und tschüssi. Ever hear of the Black Plague? Know what started that scourge? Rettus, Rettus, that's what. Killed millions. Not their fault, really, but it's their nature. Much misunderstood, the rat is. Still, they had to die. And much other collateral damage done, too. Oh, yes, that was the fun part. Rats ruled the town of Hamlin. The residents were all destined to become rat chow. Rats are insatiable, indiscriminate eaters with bad attitudes and no moral qualms to speak of. I'm a bargain, mate. Wouldn't be right you being so close to passing on. But it's got rats in it, both quick and dead. Well, yeah, of course. But only a few rats. No such thing as a few rats. Think orders of magnitude. They come with relatives. Just when things seemed like they couldn't get much worse, a person in a preposterous costume arrived, claiming he could save Hamlin from extinction. I may not know much, Mayor, but I do know rats. What they like for breakfast, what they talk and dream about, who they sleep with and where they worship. Ask them in Berlin. I'm cheap at twice the price. No, I won't pay it. There's only a few hundred thousand left. We'd be penniless. I'd have nothing to live for. Die rich then. I'll collect what remains at your funeral. If there's anyone left to bury you. A man not afraid to put hair on the head of a cogent threat. That's the man for me. A little crazy, no doubt. But can he deliver? I'm vanquished. I'll pay. We've got a deal. I'll get rid of the rats. Get the money away. You can lead a rat to water, evidently. Was that a slow boat to China, I heard? Jump aboard, me hearties. Nothing better for the nerves than a calming cruise. Plenty of flotsam. And jetsam, too. Bracing air, good company. And... probably didn't want to spoil his surprise. Rats leave sinking ships. They're enthusiastic swimmers. So hoping they drown would never do. The Piper knew. I never agreed to pay that. I won't pay. You can't make me pay. Leave! I will have you drawn and quartered. You'll rue the day you cheated me. All you stole was money. A pregnant and horrible threat. But the mayor's a hopeless optimist, as well as a dim-witted cheat. The rats are gone. The worst is over. So make an enemy of a piper in a funny suit. What's the harm? Where are the other children? What have you done with them? Do you want a ransom? Huh? Your money is as worthless as your promises. I am the king of rats. Your children are servants to my court. They are gone from forever. Delusions take many forms. He seemed destined to insanity. But being cheated didn't help. Happy endings are an illusion. The Mad Piper's apocalyptic vision required suffering and the demise of everyone but himself. So, screwing a guy in funny clothes with no aversion to risk, who makes a living killing vermin, who's pretty obviously sliding along the naked edge of sanity, is a huge mistake. If you make a deal, live with it, or die with it, but there's no one else to blame when you Welsh.
story ends so well. Until next time.